Willkommen zurück. Wir suchen die zweite Kette. Erstmal haben wir ein Sprengerz gefunden. Hier ist nichts. Zweite Kette, wo bist du? Also wir wissen schon mal, wie wir zur Meistertür kommen. Das ist auch immer ein bisschen tricky. Also gut zu wissen. Bitte runter, Aaron. Ja, kannst du mich nicht fallen lassen. Ist hier noch irgendwo irgendwas? Sieht nicht so aus. Okay, er hat Bock gehabt, in den Abgrund zu springen. Super, jetzt sind wir wenigstens wieder hier. Ich habe nur eine Abkürzung genommen. Das war eine Abkürzung. Also muss doch die zweite Kette hier irgendwo sein. Was hat er denn jetzt gemacht, der Knabe? Warum hat er sich nicht festgehalten? Wo mit dir? So, jetzt halte ich mal. Halte ich da mal. Da kann ich aber nicht hin. Da. Was zum... Entschuldigung. Was soll ich denn hier machen? Nee. Schön. Ah! Ich probier's mal... Ich... Und was ist das? Nee, das macht er nicht. Also nochmal. Aaron. So. Das muss einfach mal auch mal gesagt werden. Weiß ich doch nicht, dass das funktioniert. Goldmünze. Das war's. Nicht im Ernst. Okay. 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 Jungs und Mädchen, ich hab. Jetzt hört's bei mir dann auch auf. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Es gibt nur den Raum hier. Okay. Mist. Ich dachte, da geht's noch irgendwie rum. Zu einer anderen Kette oder so. Ich bin jetzt ein bisschen ratlos. Oh, hallo. Husch. Ja, du mich auch. So. Da ist der Hund. Da ist der andere Hund. Einmal da durch, bitte. So, da haben wir alle Laternen angezündet. Oh, runter mit dir. Loslassen. Ah, da waren wir noch nicht. Oh, in der, natürlich in der offensichtlichsten Tür. Waren wir natürlich nicht. Warum auch? Ich meine, ist ja offensichtlich. Oh. Da sind noch ein paar Luschis. Kupfermünze mitnehmen. Mitnehmen! Wuhu! Ich konnte noch ausweichen. Bin ich cool oder was? Durch da. Das ist nicht cool. Na, kurz dann wollen wir da nicht zuerst. Ih, was ist das? Ist das? Alter, der wird immer größer. Jetzt hör auf, mich anzuspucken. Der wird immer größer. Ich sehe nix, ich sehe nix. Ist der kleine... Oh Gott.
Okay. Die sind, glaube ich, gestehen gerade. Oh Gott. Alter Schwede. Heilige Asche. Ich brenne. Ich brenne. Naja, wir sollten das mit C öffnen. Oh Gott, aber die fand ich nicht so schwer. Entschuldigung. Wie der eine Typ mit der Lanze. Komm schon, komm schon, komm schon. Alter, Tür aufmachen, Tür aufmachen. Yay. So. Und zweite Kette. Ade. Und die Meistertür hat sich geöffnet. Hier ist nichts mehr, es leuchtet nichts mehr. Wir gehen zu Helena und reparieren sie. Entschuldigung, ich habe mich erschrocken. Und geben ihr das Fleisch natürlich, damit sie... Aha. Öl geben die. Vorhin hat er aber was Cooleres gegeben. Ich glaube, irgendeine Eisen... Irgendeine Eisengedöns. Einmal dadurch. Na, das brauche ich alles nicht. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. War das die Tür? Ja. Nee, da war die Tür. Ist dunkel. So, da oben bin ich irgendwie nicht hingekommen. Egal, wie viel ich mich geschwungen habe. Ja, der Weg mit den Leitern ist definitiv kürzer. Jetzt haben wir aber alle zwei Ketten gefunden. Wir sind eigentlich relativ gut durch diesen Turm gekommen. Haben unglaublich tollen Loot erhalten. Also vor allem Geld. Silbermünze. Kupfermünze. Hier noch. Leider nichts mehr. Hier hinten noch was. Ja, ein Elixier, das ist super. Das ist ein Heiltrank. Das ist ein zerbrochenes Elixier, aber trotzdem wird es uns heilen. Oh Gott, hier ist jetzt ein großer. Nicht mehr eins von den 5000 Wölfen. Der gute Mann trägt keine Ketten mehr. So. Ab zu Helena. Hui. Jups, und vielleicht können wir uns jetzt ein Buch kaufen. Was auch immer das bewirkt, das werden wir jetzt rausfinden. Es ist immer noch dunkel, oder es ist wieder dunkel. Die Glocke zeigt irgendwas an. Ich muss nochmal nachlesen, was die anzeigt. Ich glaube, wie es Helena geht, oder die Uhrzeit, wie es, ob es Tag oder Nacht ist. Irgendwas von den beiden. So. So. Wir geben dir jetzt erstmal was zu mampfen. Ich bin mit der Übersetzung des Textes, den ihr mir gegeben habt, fertig, Aaron. Dankeschön. Leben in Helenas Dorf. Als ihr in unserem Dorf kamt, hielten sich zuerst alle von euch fern, Aaron. Für die Dorfbewohner wart ihr nur ein Feind, noch dazu ein feindlicher Soldat. Alle hatten unter dem Krieg gelitten. Aber mein Vater wurde einst von einem Soldaten aus Kerata gerettet. Diese Erfahrung lehrte ihn, dass die Worte Fremder und Feind bedeutungslos sind. Wir sind alle Menschen, das ist das Entscheidende. Es ist so still hier am Abend, richtig unheimlich. Man merkt wirklich, dass das hier einmal ein Armeegebäude war. Es ist so solide gebaut. Die Wände sind dicker als bei jedem Gebäude zu Hause im Dorf. Manchmal bemerke ich, wie Mafta beobachtet. Ich frage mich, was sie denkt. Jetzt sagt sie nur noch das Gleiche. Dann kann ich ihr das Fleisch geben. Warmes Fleisch, das Beste, was geht. Ja, das Beste, ja, nicht für sie, aber das macht halt am meisten Leben wieder von ihr. Ich bin mal gespannt, ob ich das ganze Let's Play durchhalte, dass sie sich nicht verwandelt. Dass sie nicht in den lilanen Bereich kommt. Schauen wir mal. So. Mafta rufen. Vielleicht hat sie noch ein paar Heiltränke für den Boss nachher. Sieh mal eine an, da hast du wohl ein bisschen Lesestoff. Ich kaufte die hier ab. Für 300. Ja, genau. Mach mal deinen Laden auf hier. Ja, Medizin. Super. Zum Inventar. Legst dir. Ach so. Aha. Ja. Taktikantbuch, 5000. Oh Gott.
Ja, gut, ich habe keine Ahnung, was es macht. Wir probieren es einfach mal. Ja. So, wir können uns nichts mehr für Helena leisten. Nicht mal mehr Teeblätter. Gut, das heißt, wir sparen, weil Blumensamen... Ich will dir eigentlich beides geben. Blumensamen und dann irgendwas hier. Ich weiß nicht, was sie damit macht. Das Webtuch würde ich eigentlich als nächstes gerne schenken, weil ich möchte sehen, was die daraus macht. Also heißt es fleißig, fleißig sammeln wieder. Waffe verbessern. Ja. Metallstück, Quecksilber. Wenn ich jetzt eins überspringe, ist sie denn genauso stark, oder? Das braucht ein Metallstück, das braucht... Also es macht beides nichts aus. Dann machen wir mal das hier. Verbessern. So. Die Stufe deiner Waffe ist gestiegen, also kannst du öfter damit angreifen. Das ist geil. Super. Jetzt brauchen wir wieder Metallstück und Quecksilber. Öl haben wir genug. Okay. Oh Gott. Ja, da müssen wir noch viel, viel sammeln. Nun dann, bis bald. Okay. Wir können uns eigentlich auch mal durchlesen, was die uns geschrieben hat. Wo war das? Wo war das? Ich glaube, das war da oben irgendwo. Türme Welt. Dritter Erfüller. Ich hatte Angst, doch nun bin ich bereit. In meinen Jahren als Kapitän eines Schiffs habe ich einiges darüber gelernt, wie die Welt funktioniert. Ich weiß, dass es falsch ist, die Jungen zum Sterben aufs blutgetränkte Schlachtfeld zu schicken. Das Meer hat mir vieles beigebracht über die Zerbrechlichkeit des Lebens und die schiere Kraft der Naturgewalten. Upp, da bin ich jetzt eins über... Nee, nicht. Ich habe gedacht, ich habe eins überblättert. Ich habe gelernt, dass wir im Einklang mit der Natur und miteinander leben müssen. Nun biete ich mich den Göttern des Aios an, um den Einklang, den wir verloren haben, wiederherzustellen und die rasenden Wogen des Krieges zu glätten. Okay. Sonst noch was? Die 12 Gesetze? Die Götter des Aios herrschen über die 6 Elemente, aus denen die Welt besteht, sowie die 12 Gesetze, die aus der hellen und der dunklen Seite eines jeden dieser Elemente entspringen. Diese 6 Elemente sind Holz, Feuer, Erde, Metall, Wasser und Licht. Jedes Element birgt ein Gleichgewicht aus Licht und Dunkelheit. Der Gott beherrscht das Licht, die Göttin die dunkle Seite. Aha, war ja klar, dass die Frau wieder die dunkle Seite hat. Dunkelheit und Licht gebären einander, verzehren einander und werden wiedergeboren. Dieser Kreis bringt unsere Welt im Einklang. Die Lehren des Aios sind im Grunde eine Religion, die das Wunder dieser Harmonie lobpreist. Okay, sonst noch was? Nö, das da ist alles cool. Das haben wir auch alles gelesen. Jupp, das war erstmal. Gut, was wollte ich noch machen? Genau, ich wollte schlafen und dann wollten wir... Dann wollten wir wieder zurück und den Angegner anfangen. Muss ich noch irgendwas in die Kiste packen? Wir wollen uns da gut vorbereiten. Was mache ich eigentlich damit? Das gucke ich mir gar nicht mal an. Das kann ich in die Truhe packen, das kann ich in die Truhe packen. Das. Heilige Asche, was macht denn das jetzt schon wieder? Diese Asche hat Eigenschaften, die Vergiftung verhindert. Schön. Warte mal. Ich komme manchmal nicht mit den... Oder, ja. In Truhe legen, Metallstück, ja. Okay. Da gehen wir jetzt mal raus. Dann müssen wir nämlich mal uns hier neu die anlegen. Okay, das haben wir angelegt. Hab ich doch. Ach, ich habe das zweimal. Okay. Und das stärkt die Ausdauer. Das, kann man das irgendwie drehen? Sieht nicht so aus. Ja doch, das dreht sich dann. Ah, super, super. Noch irgendwas? Das haben wir jetzt angelegt.
Haben wir es gar nicht wieder in die Truhe packen, sonst haben wir nichts zum Verbessern. Okay. Das eine packen wir jetzt noch in die Kiste, falls es wieder kaputt geht. Und was ist jetzt das zum Lesen? Taktikhandbuch. Nochmal Info. Ein Handbuch für das Kampftraining. Verbessert die Kampffähigkeiten, erhöht Fähigkeitsstufen. Verwenden. Du kannst im Observatorium keine Gegenstände... Okay, das ist wieder, glaube ich, nur sowas, was... nur für ein paar Minuten hält und dann geht das Ding wieder kaputt. Toll. Dafür habe ich jetzt 5000 Euro ausgegeben. Immer. Hätte ich lieber was Helena gekauft. Okay, wir haben alles gemacht. Wir sind geheilt. Wir haben Helena alles gegeben. Wir haben uns eingedeckt mit Heiltränken. Und deswegen gehen wir jetzt zurück zum Tempel. Ihr kennt ja den Weg. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns dann vor der Tür vom Endgegner wieder. Bis dahin. Ciao.